Ich weiß, ich komme jetzt mit Agladius an. Eins fehlt immer noch. Bist du unterm Schiff? Schiff dreht sich. Schiff, ja. Ventex kommt mit Hope Life. Fix dich auf. Vorne müsste noch ein Shot sein, was ich öffnen muss. Sawyer, Obacht, ich drehe mich mit dem Schiff mit. Mhm. Es wäre bei uns im Dings, es wäre in der Caterpillar drin. Ja, in der Caterpillar. Sly, gehst du gerade? Das bin ich. Ah, okay, gut. Ha. Schreck mich doch nicht so. Ja. Oder? Nee, das hat sich jetzt gerade bloß angehört. Puh. Kriegst du das richtig Paranoia? Das da, ja. Öffnet. Gut. Okay, Frachtturm, Frachtmodul 1, das hinterste, Steuerbord geht auf, also das Richtung Meer, Richtung Crewkabine. Ja, da sitzt so die Vanguard. Ja. Die guckt da rein. die Sau, die guckt rein, das ist gemein. Da ist oben auf der Galerie, sind sie. Okay, weiß, Feuer frei. An der Luke oben stehen sie. Siehst du sie? Ja. Weiß? Hast du Sichtkontakt? Negativ, ich sehe niemanden, aber ich tue gerade die gesamte... Die sind im Hauptmodul. Die sind im Hauptmodul und... Oh, ah, an der Hauptschleuse ins Frachtmodul. Ich bin tot, weil das Schiff hat sich bewegt und hat mich totgerammt. Oh je. Der schießt mit der Waffe rein. Nee, Backbord ist links, ist... Das war das zweite Modul. Boah. Okay, der feuert hier recht... Der feuert hier heftig mit der Schiffswaffe rein. Ja, hab ich gemerkt. Ja, ich auch. Ja, aufsitzen und antreten. Die Lemming-Taktik, ne? Ja, exakt, die Lemming-Taktik. Kostet ja nix, ne? Also irgendwie erfüllt es mich schon halt mit einem gewissen halt so Ehrfurchtsgefühl, wie Weiß hier halt so mit diesem riesen Eisenschwein mich rumkreist und halt Feuerschutz gibt. Ich finde das voll gut. Wir drehen uns. Ja, hab ich ja schon gemerkt. Weil der uns beschießt, deswegen. Ich bin wieder da. Wo bist du, Sawyer? Ich bin jetzt mit der Gladius gerade angekommen. Ich glaube nicht, dass ich das finden werde. Sichtkontakt? Aber... Doch. Du siehst ja die Hoplite noch angezeigt. Ja! Yeah! Ich glaube, das müsste ganz doch... Ganz einfach. Du springst über 042 und dann springst du an, sozusagen. 042 und dann Jela. What? Dreck. Bist du tot? Nee, aber das war knapp. Die Kugel ist direkt neben mir rein. Der Ball ist immer noch durch die Kanäle. Ich möchte die scheiß Frachtmodule zumachen. So, Dosa, wo bist du denn jetzt? Ich bin unterm Schiff. Okay. Und versuche hier irgendwie die Typen da von der Innenschleuse wegzusnappen. Das ist dreckig. Boah, das ist aber echt schon schwierig, hier irgendwie durchzukommen, ja? Das ist, weil die sich halt eben auch dreht. Aufsprengen den Laden und dann einfach raussaugen lassen. Jetzt habe ich ihm im Arsch geschossen, ey. Das muss doch hier mal... Und Shot geht zu. Shot geht zu, ja. Ich bin gerade direkt davor geflogen gerade. Okay, ich hab's zugemacht. Sehr gut. Ist denn alle Frachtmodule wieder zu? Nein, ich habe sie mal das erste zugemacht. Ja, ich guck mal in den zweiten. Ich bin jetzt direkt an dem Shot dran. Und machen wir es jetzt einfach gleich wieder auf. So einfach ist es. Dosa, bist du jetzt unterm Schiff, ja? Ja, ich bin das. Okay, du check bist das. Bitte die Schleuse, yeah, dass die da nicht rauskommen, ja? Ja, mach ich. Bantax checkt die Schleuse hinten. Achtung! Also die untere Schleuse. Die zweite ist, da ist jemand. Shot öffnet die? Ja, shit, die öffnet. Okay, das zweite scheint sauber zu sein. Ist auch zu. Wow. Ich sehe niemanden da drin. Jetzt sind drei. Beide gehen wieder auf, Fluft. Ja. Das ist das erste. Au! Alter! Mein Gott, ist das ein Feuerwerk. Okay, das ist richtig unfair. Pass auf, ich bin vorne an der Frontklappe. Ja. Ich versuche hier gerade irgendwie ein bisschen Abstand zu gewinnen. Vor allem, die dreht sich jetzt übel. Jetzt das zweite wird zugemacht. Als erste wird zugemacht. Wir müssen nur kurz überleben, ich komme gleich wieder rein. Muss vorne irgendwo zwischen 4 und Frontklappe sein. Ja, wenn ich jetzt vorne hingehe und die Frontklappe aufmache, dann weiß ich schon halt so, was mir gleich passiert. Die Frontklappe ist offen, verdammt. Wer war denn das? Wer hat die Frontklappe geöffnet? Die war von Anfang an offen. Nein, wir haben da vorne Besuch. Mach zu. Vierte Frachtmodul, also ganz vorne, ist offen. Steuerbord, es sind alle offen. Steuerbord. Hab ein. Ja, in drei. Jetzt in zwei. Zwei Schüsse.
Ja, auf mich. Au! Alter! Okay, ich öffne die Shots wieder. Der ist bei 1 hinten weiter. Ja. Kann er ja. Ich mach die Shots wieder auf, weil er keine Chance. So. Hä? Was? Warum kann ich mich kein zweites Mal heilen? Das gibt's doch nicht. Okay, ich verblute jetzt wieder. Weil ich wieder irgendwelchen Schaden habe, den ich nicht angezeigt bekomme. Ich muss jetzt aber, wir müssen jetzt langsam ins Grid-System kommen, sonst du triffst ja nichts im EVA hier. Ich bohrte jetzt hier mal rein. Und warte hoffe mal aufs Beste. 2 geht zu. Ah, der Elevator geht zu. Wieder. Die versuchen uns jetzt hier zu verwirren. So, ich bin drin. Ich komme mit dir rein. Ich bleibe jetzt hier einfach erstmal sitzen. Und hoffe das Beste. Wandtax ist drinne. Schick. Mhm. Ah, und ich bin tot. Ja, Alter, ernst. Das ist echt. Das ist echt mies. Ich gehe jetzt ins vorderste und Compartment, ja, ganz nach vorne. Da lässt sich 3 ist wieder zu, ich kann nichts sehen. Die Luke geht auf, unten Luke geht auf. Ja, da müsste jetzt gleich einer rauskommen. Ich öffne die Compartments wieder. So, ich bin ganz, wie gesagt, ich bin ganz vorne im Schiff mit dem Rücken zur Wand, quasi mit dem Rücken zur Luke. Welches Modul? 04 oder 02? 04 quasi davor noch. Also das, wenn okay. Du wirklich die Frontluke öffnest. Ich öffne jetzt die Tür zu Modul 4. Schleusenbereich ja. Scheint verwaist, aber das kann auch täuschen. Okay. Ja, bist du das? Ja, du bist ja, das. Ja, ich Dozer ist gerade hinten an der hinteren Schleuse. Oh nein, hintere Schleuse, Kontakt. Er ist halt da hinten ins Hauptmodul gerannt. Ich bin jetzt in Schleuse 4. So, ich bin jetzt in Schleuse 4. Okay, ich komme jetzt in Schleuse 4, ja? Vorsicht. Ja, nicht schießen. Ich bin der Weiße. Nicht. Ja, alles klar, ich sehe es. Gut. Deswegen haben wir unterschiedliche Rüstungen an. Ja, okay, alles gut. Oh, ich verblute. Hast du noch ein Medikit? Nee, die gehen bei mir nicht auf V irgendwie. Irgendwie ist das V wie Doppel. Faul. Gedrückt halten, doppelt drücken hilft alles nichts. Shots fired. Keiner von euch offenbar. Nein, Dozer, wo bist du denn jetzt? Du gehst unten durch die Schleusen jetzt in 03, ich gehe oben durch. Okay, alles klar. Fertig. 3, 2, 1, durch. Go. Oben auf der Galerie. Ja, hat mich. Hast ihn aber auch, glaube ich. Ich konnte ihm 3 geben mit der Shotgun. Ich glaube, du hast ihn auch erwischt. Er ist, glaube ich, bei mir hier gerade zusammengeklappt. Oh Gott, irgendwer ballert hier durchs Schiff durch. Ja, das ist weiß. Ah, diese Riesen... Oh, krass, sah das geil aus. Diese Riesen Gatling, die da losrührt. Okay, also, weiß... Ich hab's gesehen. Und auf jeden Fall... So, ja, weiß, ich komme jetzt in die 3 rein, glaube ich. Oder was ist die 2? 2 ist es, glaube ich, oder 3? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, in der 3 bin ich drin. So, ich bin in der 3. Seh dich. Wiesen, wie steht's bei dir? Ja, ich kreise gerade hier um das Schiff rum. Okay. Dozer, wie sieht's bei dir aus? Hier. Ich inspiziere von außen halt mit meinem Snipergewehr die Galerie und ich sehe wirklich nichts. Das nächste Kompart müsste frei sein, wenn er nicht in der Schleuse sitzt. Check, ich geh rein. Nee. Boah, ist ganz schön nichts. Schwierig hier immer mitzustraven mit dem Ding, was hier taumelt. Nee, nichts. Boah, sieht das geil aus hier drin, wie sich das draußen alles dreht. Ich bin begeistert. Okay, Compartment 1 müsste auch sauber sein. Zumindest sehe ich niemanden auf der Galerie, wenn er nicht in der Schleuse sitzt. Ich bin jetzt 8 an, ja. Am Antriebsbereich. 1 ist sicher. Steiger aus. Okay, ich habe jetzt alle Compartments gesichert. Okay, dann lande ich jetzt. Aber ich versuche in der 2 halt anzulanden. Ja, die dreht sich hier wie blöd. Lasst euch nicht treffen vor dem Schiff, das bringt einen sofort um, leider. Okay, Touchdown unter 2, sorry, ich bin direkt hinter dir. Check, ich bin jetzt hier an der Seite. Ja, alles klar. Ja, alles klar, gut. Du hast oben, ja? Ich dann gucke ich auf die... Bist du im Schiff? Nein, ich bin noch nicht im Schiff, ich bin am Schiff. Ja, ich, naja, wie soll ich oben haben, wenn du... Ja, wir warten... Okay, gut, ich du... Ich sehe euch in der letzten Frachtkammer, ne? Ja, genau, vorm Hauptmodul. Das ist genau wieder die Position, wo es letzte Mal passiert ist, halt so mit dem Gestänge, das ist echt scheiße. Mhm. Aber ist schon schön, wie halt so um die... Ja, die Lichter hier... Das Licht so reinfällt, ne? Ja. Blöde ist das Schiff in Bewegung. Ja, du musst reinstraven und versuchen, möglichst flach halt so von außen reinzukommen, über die Türen. Dann klappt's, dann snappst du eigentlich ganz sauber rein. Bei mir war es gerade gar kein Problem.
abgeprallt. Aber die ganze Innenverkleidung ist ja schon weggeschossen. Thanks, ja, da kann man einfach nur die Credits an Weiß geben, der hier mit der Apocalypse halt ganz gut gewütet hat. Ah, bist du drin? Ich bin gelandet, ja, ich bin hier hingefroren auf die Fresse. Das soll ich ja nicht sehen. Okay, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin im Grid-System, aber bin leider sofort gestorben. Oh, ich seh's. Ja, nee, dieser Mann ist wirklich nicht fürs Landen gedacht, ja, der muss fliegen. Gut, Dosa, dann müssen wir jetzt das beide machen hier. Ja, gut, dann rücken wir jetzt vor. Und viel Erfolg, Leute. Ah, okay. Komm mal hinterher, du musst... ich bin direkt hinter dir. Wer weg. Ja, alles klar. Was ist denn nun los? Nee, ich meinte Weezen eigentlich. So, ja. Jetzt bin ich EVA aufgewacht. Irgendwo. So, wir gehen links rüber weiter, ja? Siehst du eine Caterpillar? Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich sichere die rechte Flanke. Ja, ist frei der Raum hier? Die werden sich oben halt im Steuermodul verschanzt haben, oder? Denke ich auch. Ich denke, einer ist gestorben. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall nur noch mit zweien zu tun. Keine Sicht im Steuermodul. Back. Okay. Gucken wir mal. Vielleicht hat Weiß auch irgendwie schon Leute hier. Ich bin im Maschinenraum. Okay, Maschinenraum hier. Links ist safe. Okay. Oh Mann. Das ist halt schon schwierig hier, ne? Ja. Denke weiter. Maschinenraum ist safe. Das Einzige ist, wir haben jetzt natürlich diese blöde Treppe hier. Weasel, ja, wo super. Kann ich dich abholen? Ja, da haben wir natürlich jetzt halt keine Chance, ne? Oder können wir oben über die Galerie hoch? Es gibt auch die Möglichkeit, wir könnten auch über die Galerie hoch, ja. Wollen wir das die machen? Galerie nehmen, ja, ja. Oder warte mal, hier ist auch die... Nee, hier ist der geschützte Turm. Hier ist die Treppe. Die Treppe. Das Antriebsmodul sieht hoch. Clear aus, komplett bis hinten. Okay. Wir sind jetzt ersten Deck quasi. Da, wo es zum Kommandomodul geht. Bist du hinter mir, Dosa? Ich bin direkt hinter dir. Sicher nach hinten runter. Ich geh nach links, ja? Sauber, ja. Und go. Ich muss hier ziemlich arbeiten, dass ich die Hoplite immer auf ja, okay, mit der Drehung... rechts, Aussichtsplattform ist sauber, keiner drin. Okay, links ist jetzt... Ich bin vor dem Kommandomodul. Okay, jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's unter Umständen hässlich. So, okay, und links raus und... Nee, ist safe. Hä? Leer. Wo sind die denn? Na, also die auf jeden Fall, Ventex hat... Wir haben vielleicht die Brücke zurückgezogen. Wir sind auf der Brücke. Wir sind auf der Brücke. So, und eigentlich wäre jetzt hier im Spiel doch ein Bewegungsüberwachungssystem, dass ich checken kann, ob noch irgendwer auf dem Schiff ist, oder? So ist es eigentlich, ja. Das bedeutet aber, im Grunde genommen, ich würde vorschlagen, okay, setz dich auf den Pilotensitz, wir bringen das jetzt nach Hause und ich sichere nach hinten raus. Wenn hier einer seinen Kopf raussteckt, ich setz mich jetzt hin. Aufzusitzen. Aufzusitzen? Nee, ich bin schon wieder Port Olisar. Ich bin nämlich irgendwo im Nichts gespawnt gerade. Okay, das ist nicht so gut. So, okay, ich habe die Kontrolle. Ich habe sie unter Kontrolle. Jetzt unsere Eskorte nach Hause, würde ich sagen. Jawohl. Ne, würde ich auch sagen. Mein Gott, ist die Komet hässlich. So. Ich fliege euch bald gegen. Soll ich irgendwo warten? 042 oder irgendwo? Ja, wir können uns gerne irgendwo treffen. 042 ist doch gut. Okay, ich habe die Kontrolle über die Caterpillar. Ja. Deswegen, ich sitze hier wie ein Schießhund, wenn ja einer sein Gesicht zeigt, ich habe Granaten und ich werde sie benutzen. Okay. Auch wenn es überhaupt nichts nützt. Ich richte uns jetzt auf Cryastro Station 042, ja? Mhm. Oh, ist schon... Set Cryastro 042, kommt was. Okay, ich gehe mal auf vollen SCM, auch wenn das nicht viel bedeutet. Und ein bisschen Afterburner, um hier aus dem Asteroidenfeld ein bisschen rauszukommen. Haben wir irgendeinen Raum übersehen? Nein, wir waren eigentlich nicht, nein. Ventex ist auf 042. Sehr gut. Da kommen wir auch gleich alle hin. Und ich habe jetzt... Ja, ich kann jetzt springen. Weiß, ich würde jetzt springen, ja? Check. Alles klar. Dann komm kurz. So, wir sind im Sprung. Weiß in Quad. So, oh, das war knapp, jawohl. Weiß, du bist bei mir gefleckt. Wenn du die leuchtenden Pinökel hier vorbeiziehen siehst. Was? Weiß ist gefleckt? Ja, bei mir ist er gefleckt. Ja, super. Siehst du Crusader sagen, Security irgendwo? Ja, Weiß ist gefleckt. Caterpillar in Sicht. So. I'm at your six. Gut. Na, haben wir erobert, würde ich sagen. Das sieht schwer danach aus, ja. Ist schon geil.
Wir haben gerade das erste Mal ein Boarding-Gefecht gemacht. Ey, ganz im Ernst, das kam mir jetzt gerade zu einfach vor. Ich habe immer noch das Gefühl halt, nee, die haben sich jetzt hier irgendwo im Unterholz versteckt. Die haben sich versteckt. Warten, die Penner, so, und die warten jetzt, bis wir uns sicher fühlen. Und dann kommen sie nämlich angerückt. Na, ich würde dann sagen, ich stoppe jetzt hier die Caterpillar und jetzt gehen wir nochmal gucken. Damit wir sind nicht in der Armatis-Zone. Möchten wir das jetzt wirklich riskieren? Also wir könnten jetzt natürlich nochmal losgehen, aber dann haben wir die Gefahr, dass wir das Schiff nochmal verlieren. Wenn wir in der Armatis-Zone sind, kann niemand mehr schießen. So, und dann ist die Sache erledigt. Du meinst, ich soll das jetzt wirklich nach Porto Lizar zurückbringen, das Schiff. Gut. Ist es denn repariert überhaupt? Ich weiß, kann ich die Caterpillar hier reparieren eigentlich? Ist die klar? Passt die da hin? Die untere Plattform müsste gehen, oder? Okay, alles klar. Dann probieren wir das jetzt. Du mal, du hast natürlich recht, Weasen. Wir liefern ein repariertes Schiff. Gehört zum Service. Wird dann eine hohe Rente berechnet, gehört zum Service. Ich wollte sagen, das wird einfach knall. Nee, entschuldige, bitte, wird knallhart durchgereicht. Also ich meine, wie wir die Piraten aus dem Rumpf rausputzen, das ist ja wohl uns überlassen, weißt du? Und wenn das halt eben eine Apocalypse Arms Gatling Gun ist, mein Herrgott. Das ist nicht geschäftsmännisch genug. Das ist ganz einfach so. Es steht im Kleingedruckten, dass wir nur reparierte Schiffe ausliefern. Aber wie teuer die Ersatzteile sind. Das sagt halt keiner vorher. Das stimmt. Das heißt, wir machen mit CryAstro noch halt irgendwie so ein Mauschel-Mauschel-Deal und kriegen dann noch Prozente. Weißt genau. Du? Ja, genau. Ja, sehr teuer geworden. Die kosten jetzt 1 Million. So, ich bin jetzt im Landemodus. Ich würde das allein wegen der PA-Außenwirkung machen. Weißt du, weil natürlich geben wir die im 1A-Zustand zurück, weil ich meine, es muss jetzt dann nur keiner halt eine Caterpillar zurücknehmen, wo Weiß halt so irgendwie alle Decks einmal sauber geschrubbt hat mit Fly. Weißt du, wie sieht denn das aus? Seid ihr euch sicher, dass ich hier raufpasse? Ja, dicke. Also wenn wir jetzt explodieren, das wäre wirklich sadly anticlimactic. Aber das schaffst du doch. Das wäre doch jetzt mal ein Test, oder? Oh, Mann. Ey, das höre ich wahnsinnig gerne. Ich sehe überhaupt nichts. Hier sind keine Fenster. Du kannst hin und her zischen um uns rum, weißt du? Du kannst gegenüber ins Kommandomodul von dem Traktorstrahl gehen. Da siehst du ein bisschen was. Aber es dürfte passen. Und runter. Ja, oder? Boah, jetzt geht's. Die Idee war, dass ich hier noch ein Stück weiter. Mann. Jetzt bist du voll drauf. Okay, perfekt. Check. Ich lande. Ich mach Feuerwerk. Ja, das ist schön. Es hilft zwar gerade nicht, freut mich. Und Ventex, bitte jetzt nicht irgendwo reinfliegen. Das sieht ein bisschen. Also, mir sieht alles sehr gut aus. Passt da dicke rauf. Buff. So. Könntest okay. Du fast eine Idris parken hier. Aber ich kann sie nicht reparieren. Geh mal ins Movieglas rein? Ja, bin ich schon. No services available. Also, warum auch immer. Du musst aber auch landen, ne? Ja, ja, ich weiß. Also mit N. Ich hab eigentlich. Ach so, muss N benutzen? Ja. Ja, du musst dich einordnen lassen, ja. Ich kann dieses Landepad nicht anwählen. Ich kann es nicht anwählen. Na gut. Es leider. War ein Versuch wert. Ich kann es nicht anwählen aus irgendeinem Vorsicht, Grund. Vorsicht, ich fliege durch, ja. Achtung. Ich fahre jetzt nochmal den Landemodus aus. Und wieder ein. Aber ich sehe auch kein Interface oder so, ne? Also ich sehe kein Interface. Ja, komm, da müssen sie jetzt durch. Wir sagen einfach, wir waren es nicht. Das genau. Achtung. On inbound. Blackjack Swilky at 1.5k. Check. Habe ich nicht auf dem Scanner, aber meiner reicht auch nicht so lange anscheinend. Gut. Na dann würde ich sagen. Der nähert sich euch rasch, ja. Wobei, ich glaube, der will auch noch reparieren. Ich würde sagen, wir haben es gemacht. Gut. Coole Sache, na komm, das. Dann landen wir jetzt auf Odisar und machen noch kurze Begehung und dann halt. Soll das schön sein, oder? Ja, ich will. Mann, ich will wissen, ob die scheiß Büchse hier wirklich leer ist. Mir wachsen hier hinten halt echt graue Haare. Und das will was heißen, ich habe nämlich keine. Allein von Odisar. Okay. Und Manöveralarm, wir springen, komm, Quatsch, Port Odisar. Bin ich noch gefleckt? Jupp. Ja, ich glaube ja. Dann trennen sich hier unsere Wege. Ja, oh, ich glaube auch. Wir checken jetzt nur noch das Schiff. Ah, okay, hat die Knarre weggeschickt. Na gut, war es dann Fallback to Base? Ja. So, jetzt kann ich hier spazieren gehen. Jetzt kann mir keiner mehr was tun. Holy shit, da wache ich direkt vor dem Hauptpool. Jetzt ist hier weg, die Caterpillar bei mir. Einfach verschwunden. Jetzt ist sie neben mir wieder. Oh Gott. Ja, du, ich hab dich gerade neben mir. Generatorraum ist sauber. Kommunikationsarrays sind sauber, hier ist nichts. Also Serverraum ist sauber. Drive, ne? Ja. Ja, nee, hier ist nämlich noch eine ganze Menge Platz offen gewesen. Ne? Die hätten sich hier locker verstecken können. Zap. Rein runter.
Nee, aber wie es scheint, haben wir keine Läuse im Pelz. Das sieht alles sauber aus hier unten. Ja, in den Turm gehe ich jetzt nicht gucken. Das brauchen wir so genau, wollen wir das auch nicht wissen. So, jetzt habe ich auch ein Landeinterface, ein korrektes. Das ist doch schön. Messe ist auch sauber. Ich gehe jetzt runter auf Alpha 00. Super, sag mal, wer hat hier eigentlich die Türen zugemacht? Die Türen sind ja alle wieder dicht. Ja, die gehen ab und zu wieder zu. Ah nee, Quatsch, ich hab die falsche Seite angeguckt. So. Aber war das jetzt wirklich Weiß, der hier Touchdown. Die ganze Inneneinrichtung zerstört hat? Oder ich glaube ja. Nicht mehr angezeigt? Nee, das ist, Ding ist kaputt. Das sieht man. Ich mach mal schnell Schiff die Luke wieder, zu, ne? Aber ist alles Schrott. Ja. Abgeliefert haben wir's. So, wir sind gelandet, Dozer. Irgendjemand läuft oben drauf und draußen rum. Echt? Oh ja, stimmt, das sind die Ringe, die sich drehen. Ich hatte gerade so ein komisches Gefühl im Bauch. Ey, wenn dieses Saber jetzt hier Kacke baut, dann platzt mir der Sack, ey, ganz im Ernst. Hau ab! Du guckst schon wieder so. Achso, entschuldige bitte. Ich weiß gar nicht, was du hast. Scheiße, ich bin von der Kante gefallen. Gelandet. Boah, ey, Wiesen, weißt du, jetzt hat er das Ding gerade nach Hause gebracht. So. Sorry, Weiß, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Mit meinem Rant hier. Ist irgendjemand in der Lage, von außen zuzuschauen, ob ich hier richtig runterkommen will landen oder ob ich ja, jetzt wüsste ich ja schon mal vorne drauf. Das stehe. Sieht gut aus. Dritte Versuch, Mann, das war ja peinlich. Einfach runter. Ich kann leider nichts sehen, weil ich stehe halt in der vorderen Schleuse der Cat. Und die Cat ist einfach zu groß. Ach nee, warte mal, hier drüben, ne? Ach Mensch, weißt du, da bist du ja. So, wir haben es geschafft. Negativ, ich bin auf Carrier. Nee, das war Vantex, ist hier. Oh. Ach, das ist Vantex. Hallo, Dozer. Halt. Okay. Ja. Black Screen, ich bin raus. Okay, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich sehe die Caterpillar hier stehen. Wir haben sie eingenommen, Jungs. Ha! Hooray! 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 Sehr schön. Hooray! Ja, wir werden es noch ein paar Mal probieren, andere Zusammenstellungen. Aber wenn euch das schon mal gefallen hat, bleibt also dran. Abonniert unseren Channel, wenn ihr zu Star Citizen weiter Updates und natürlich Let's Plays kriegen wollt. Schreibt uns schöne Kommentare und liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Schreibt uns auch rein, was wir vielleicht noch sonst noch für Ideen machen können in Let's Plays. Und ansonsten, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr freuen. Und jetzt probieren wir es allesamt gemeinsam mit einem 3, 2, 1 und See you on the flight deck! Sehr schön. Ach, was ist das? Das hat Spaß gemacht. Das war super.